Recht herzlich willkommen zur 243. Folge von City Skylines. Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Gute Frage, ne? Müssen wir mal gucken. Wir hatten irgendwie den Zeppelin-Bahnhof oder sowas da im Anstich. Und da müssen wir mal gerade, ich glaube, wir waren beim Kraftwerk, ne? Hier hinten, da hatten wir einen Zeppelin-Platz, den haben wir mal geguckt. Ach so, und jetzt weiß ich schon, wir hatten dann so geschaut und wollten eigentlich wissen, wie viel Bus, also wie viel Bus nicht, sondern wie viel Passagiere hier an der Haltestelle stehen, ne? Und das hatten wir irgendwie noch nicht hingekriegt. Der war es nicht. Der war es wohl auch nicht. Dann kann es ja nur eigentlich die sein, ne? Ne, ist es auch nicht. Die ist es, ne? Das waren jetzt die mit drei Passagieren. Und da kommt jetzt der Zeppelin reingeflogen. Und der hat hier zigtausend. Ja, da habe ich jetzt eine Person angeklickt, anstatt den ganzen Bahnhof. Aber ist auch jetzt nicht so wild. So, die hauen ab. Und die nächsten kommen schon wieder. Ist die Frage, wo kommen die weg? Die laufen alle hier. Ach so, das ist, weil die dann schwungweise hier durch die grüne Ampel dann darüber laufen, ne? Okay. Zeppelin ist weg. Da kommt ein Bus. Der fährt aber woanders hin oder weiter weg zur Haltestelle. Da kommt schon der nächste Zeppelin. Ist schon krass, ne? Und die kommen hier nirgendwo weg, oder? Wir haben ja jetzt hier nicht eine U-Bahn-Linie oder sowas. Also weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne, U-Bahn ist hier ja nicht, ne? Na. Die generieren sich hier aus dem Wohngebiet. Krass, oder? Gut, da ist noch was, was wir machen können. Weg ist es. Die blinken alle schön. Der wird schon aufgeräumt. Die blinken alle. Die auch. Und die laufen alle, ne? Hier ist also alles gut. Gut, ja, wir müssten in die Finanzen nochmal reinschauen vielleicht, aber Luftverkehr ist das hier. Macht 6000 Miese. Auch schön, oder? Immer noch U-Bahn hier, oder was war das? Das ist Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Zug, Schiff, Flugzeug, Taxi, Monorail und Seilbahn. Ja. Alles schlecht, auf Deutsch gesagt. Budget ist auch alles niedrig hier, ne? Vielleicht sollten wir da mal was dran ändern. Machen wir mal einfach hier 100%, oder? Konnte man irgendwie auch eine Taste drücken, glaube ich, und das beides zusammen machen? Jetzt haben wir noch eine Chance mit der Alt-Taste. Aber dann macht er gar nichts mehr. Ja, weiß ich auch nicht. Wäre schön gewesen, wenn es geht, ne? Aber leider ging es nicht. So, zack. 100 Euro. 100%. Nochmal 100% Schiffe machen wir auch so. Machen wir erstmal alles hoch. Und dann haben wir so richtig miese nachher, ne? Nachtflugverbot würde das bedeuten, wenn wir nachts 50% machen, oder? So, na, knapp vor, nee, knapp daneben ist auch vorbei, oder wie war das? So, und da nochmal 100 und die Taxis kriegen das auch. Und dann gucken wir weiter. Straßen in Standsetzung ist natürlich schlecht. Gehen wir auch wieder auf 100%. Ja, hier ist natürlich dann auch noch schwierig, ne? War das Schule? Ja, einzigartige Gebäude, okay. Lassen wir erstmal so.
Wie wir sehen, haben wir jetzt erstmal 5000 Miese hier. Das ist schon mal schlecht. Hier ist ein Friedhof, der noch behandelt werden muss. Wo wir jetzt einen Fluch haben. Und es war gerade hier in der Nähe ein Flugzeug wahrscheinlich, ne? Okay, passt schon. Da war das Fußballstadion, da hinten ist ein Flughafen. Flugzeug ist gerade nicht da. Hier wird gerade der Wohnwert gesteigert. Ganze Zeit hier, ne? Da, überall grüne Jingles hier, das ist schon mal cool, oder? Ja, gucken wir mal hier so ein bisschen durch, was wir so sehen, aber derzeit läuft es relativ gut wohl hier. Oh, derbes Gewitter. Windräder stehen da still, hier fehlt Wasser. Zeppelin-Haltestelle ohne Wasser. Jetzt kriegen die auch Wasser. Zuck, da ist es. Jetzt muss nur das Symbol weggehen. Jetzt ist es weg. Passt. Sliden wir hier mal weiter durch und gucken so ein bisschen rum. Da ist ein Feuer. Ja, sieht alles einigermaßen aus, ne? Und hier leuchtet auch alles. Hier sind wieder zwei Gebiete, die noch geräumt werden müssen. Und da ist einer, der fertig ist. Passt. Hier ist wieder alles gut. Sieht so einigermaßen aus, sagen wir es mal so. Und hier ist auch gut. Hier ist irgendwie Feuer, ziemlich groß, ziemlich viel. Feuerwehr ist aber vor Ort. Da glaube ich auch. Ist nur die Frage, ob sie hier vor Ort sind. Sieht gerade nicht so aus, ne? Wir löschen das jetzt hier. Sind hier so die Feuerwehrabdeckung? Die Straße ist voll grün. Dann ist das eigentlich okay, oder? Und die Gebäude sind nicht okay. Und das daneben ist ja schon gelöscht. Dann sind die jetzt gleich da dran, oder? Da kommt auch schon ein Feuerwehrauto. Passt, kriegen die schon in den Griff, denke ich mal. Da kommt auch noch einer. Da hinten ist immer noch am Brennen oder schon wieder. Aber da steht auch Feuerwehr davor. Werden die schon in den Griff kriegen, würde ich mal sagen. Es rechnet auch voll die Unterstützung vom lieben Gott, oder wie ist das? Ja, hier so weit, so gut, oder? Hier haben wir keine Passagiere dran. Hier haben wir 7. Mutterschiff da. 16 Frachtschiff. Naja. Müssen wir mal weiter gucken, wie das hier so läuft, ne? Das ist ein Flugschiff. 28 von 35. Geht, ne? Was ist da oben los? Ah, hier ist Kriminalität hoch. Lassen wir mal so. Und hier haben wir ein Abwasserproblem. Das ist nicht gut. Warum haben wir da ein Abwasserproblem? Leitung alles kein Problem, glaub, oder? Ja. Abwasser. Ist das hier? Vorratstank. Pumpendienst.
Okay, das ist für Überflutung von Wassermäßigen. Frischwasseraustritt. Ja, Wasseraufbereitungsanlage, das ist eher interessant, ne? Können wir hier oben mal was hinsetzen, oder wie sehe ich das? Und dann... Ne, das war schon richtig. Da müssen wir da entblättern, um die Leitung zu legen. Wieso haben wir da eigentlich jetzt dreckiges Wasser? Das habe ich jetzt nicht so verstanden, oder? Da ist Frischwasser und da ist Schmutzwasser, oder was? Wieso haben wir da oben ein Abwasserrohr? Hier ist doch Frischwasser, ne? Ja. Hier ist das so ähnlich. Das sind die Heizkraftwerke. Hier ist alles Plörre, ne? Da ist Frischwasser und hier haben wir Schmutzwasser. Ich glaube, dann reißen wir das da mal weg, oder? Das ist ja falsch platziert. Da müsste eher Frischwasser hin, wenn. Das gefällt mir jetzt gar nicht, ne? Bagger. Weg. Ja. Dann brauchen wir das da auch nicht. Weg. Und dann kommt da ein Frischwasser hin. Und so einer kommt, wenn hier unten hin. Gucken, ob das irgendwo hier platzierbar ist. Und wie ist es da? Oh, tut sich alles nix. Zack, hin da. Und Leitungsverbindung herstellen. Läuft, oder? Noch bewegt sich da dann nichts, oder wie? Oder muss ich da überhaupt was bewegen? Ja, es wird auf jeden Fall gereinigt dann, ne? Passt. Wie sieht's denn aus mit dem Wert dazu? Ja, könnte besser sein, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das besser machen. Machen wir einfach noch ein Pumpwerk dahin, oder? Dann kriegen wir auf jeden Fall mehr Frischwasser. Hier hatten wir doch schon was. Fertig. Läuft. So, da sind immer noch tausende von Leuten am Warten. Ja. Die Bushaltestelle, wie sieht die aus? Der Bus ist jetzt wenigstens voll. Buslinie 32, 30 Passagiere. Läuft. Und die Bushaltestelle kann ich jetzt nicht auswählen, weil da brauche ich die Linie für. Das ist jetzt die Haltestelle, ne? Okay, da warten schon einige Leute jetzt. Aber da ist auch schon der nächste Bus. Auch voll. Ja, geht doch, oder? Hier geht natürlich gar nicht, weil überfüllt. 35 sind auch schon im Zeppelin drin. Ja. Wir bleiben die Linie. Könnte ich mal gerade die Linie sehen? Danke. Okay, ich glaube, das sind mehr geworden, ne? Seitdem wir das Budget dafür hochgehalten haben. Okay. Ja, irgendwie ist da gerade ein Randproblem, dass ich das nicht schließen kann. Ja, soweit so gut, oder? Läuft erstmal. Was macht jetzt das Wasser? Frische ist gut, Abwasser ist nicht so gut.
Was ist denn hier passiert? Das da. Ah, das versteht jetzt hier keiner, oder? Was ist hier los? Tsunami oder was ist das? Hä? Nee, das verstehe ich jetzt hier nicht mit dem Wasser. Da wurde neu geladen wahrscheinlich und da ist das Wasser jetzt angekommen. Jetzt gucken wir uns das auch mal an der Brücke an, wie das da aussieht. Das ist bestimmt extra gemacht, damit man sehen kann, ob unter den Pfeilern unter Wasser ein Brückenschaden vorliegt. Hä? Da ist es jetzt. Jetzt geht's runter. Krass, oder? Hä? An der Brücke ist aber alles in Ordnung. Läuft. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ja, gut. Gibt's das hier auch? Ne, sehe ich hier jetzt nicht so. Passt schon dann, ne? 18 Passagiere. 3 Passagiere und das kommende ist Frachter mit 100% Ladung. Krass. Ja, gut, okay. Dann haben wir wieder etwas mehr gemacht und müssen nächstes Mal noch ein bisschen weiter gucken, wie weit es dann so ist. Unsere Zeppelin-Linie ist wahrscheinlich gut angenommen. Blöderweise ist das mit dem Budget etwas schwierig. Können wir nochmal reingucken hier. Miese, 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 miese. Noch mehr miese, 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 alles miese. Der ganze ÖPNV oder öffentliche Personennahverkehr ÖPNV ist ein Zusatzgeschäft. Allerdings haben wir genug Plus momentan. Geht, ne? Können wir mit leben. Aber ich weiß nicht, was man da tun soll, dass das Plus wird. Müsste man mal eine Testumgebung machen oder sowas, ne? Kriegen wir bestimmt irgendwie auch mal hin. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sicherlich freuen, wenn ihr ein Abo habt und dieser Folge einen Daumen hoch gebt. Und was war da mit der Glocke? Kann man glaube ich auch stellen, ne? Dann kriegt ihr auch Benachrichtigungen von meinen Videos, wenn die neu sind. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!